Hallo, ja, wie bereits angekündigt, ich bin Chemiker und ich beschäftige mich häufig mit so regeltheoretischen Sachen und heute soll es eigentlich darum gehen, wofür wir Regeln eigentlich überhaupt haben. Also der etwas provokante Titel soll nicht sagen, dass man Regeln gar nicht braucht, es soll eher darum gehen, was Regeln leisten können. Für diesen Vortrag gibt es zwei Regeln, bevor wir über Regeln reden. Die erste ist, Fragen können jederzeit gestellt werden und die zweite ist, dass klingelnde Handys in mein Eigentum übergehen. Gut, nachdem wir das geklärt haben, ich habe das Ding schon mal auf Nordcon gehalten, da haben viele Leute sich gewünscht, ein bisschen Papier zu kriegen, deswegen lasse ich jetzt hier mal so ein bisschen Handout rumgehen. Da kann man sich bitte weitergeben, dann angucken, danke sehr. Da kann man, da sind so ein paar Stichpunkte drauf mit viel Platz drumherum, dass man sich da Anmerkungen machen kann und da ich den, wie gesagt, schon einmal gehalten habe, ist auf der Rückseite auch ein bisschen Beschäftigungstherapie für Leute, die Teile des Vortrags vielleicht uninteressant finden. Genau. Das ist die Sache dazu. Dann stellen wir uns die Frage, wofür haben wir Rollenspieler überhaupt Regeln? Naja, warum stellt man sich überhaupt die Frage? Ich meine, Regeln könnte man jetzt einfach so hinnehmen. Der Punkt ist, Rollenspieler lieben Regeln. Heiß und innig und abgöttisch, ob sie es zugeben oder nicht. Um das nachzuweisen, habe ich ein ganz simples Prinzip eingeführt, das DIN A5-Äquivalent, denn Rollenspielbücher sind alle unterschiedlich groß und deswegen rechne ich so Pi mal Auge nach DIN A5 oben, also das amerikanische Großformat sind zwei DIN A5-Äquivalente, DIN A4 auch, welche Überraschung. So Mittelformate werden dann entsprechend gerundet, so genau wollen wir es dann nicht nehmen. Und wenn man sich das mal anguckt und dann Rollenspielregelwerke und normale Spiele vergleicht, dann stellt man fest, dass das schon gar nicht mehr nennenswert ist. Selbst so ein Spiel wie Schach oder die Siedler von Catan passt auf 12 Seiten. Ein Rollenspielregelwerk hat mehrere hundert. Deswegen habe ich es einfach mal mit anderen Büchern verglichen. Können wir anfangen? Was ist das Erste, was einfällt? DSA 4. Ne? DSA 4 ist der absolute Regelknaller. Wenn wir da alle zusammennehmen, die wir für Standard nicht so brauchen, also Wege der Helden, des Schwerts, der Götter und der Zauberei, dann kommen wir auf DIN A5-Äquivalente von 2632. Um mal eine kleine Einordnung zu machen, wie viel das tatsächlich ist. Redest du mit mir? 1472 Seiten hat. Irgendwelche Tipps? Der Herr der Ringe. Nee. Die Lutherbibel. Das ist schon irgendwie praktisch mehr. Also über das Ding können Leute studieren. Und hier haben wir bedeutend mehr Seiten. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, das ist ja irgendwie geschummelt. DSA ist jetzt auch wirklich das Heftigste an Regeln, was man sich gönnen kann. Kann man nicht irgendwie was Durchschnittsleeres nehmen? Gut. Habe ich gedacht, nehme ich mal Pathfinder, bevor ich mich drüber streiten muss, ob ich vielleicht die falsche D&D-Version genommen habe. Denn 3.0 hat ja viel weniger Regeln als 3.5 oder sowas. Pathfinder ist auch schon ganz gut dabei. Grundregelwerk, 1152 Seiten. Bitte? Das ist das DIN A5-Äquivalent. Ist dir klar, das Buch ist in DIN A4 erschienen, also nicht verdoppeln. Redest du von der deutschen oder der englischen Ausgabe? Ich glaube, das ist von der englischen, weil ich mir dieses Buch nicht gönnen wollte. 1216 Seiten dagegen hätte zum Beispiel der Dude. Na, also das Grundregelwerk für die deutsche Sprache ist sehr ähnlich von dem Umfang. Das gleiche Spiel können wir sagen, naja, Pathfinder ist jetzt irgendwie noch auf eine Kampagnenwelt angebunden. Da muss natürlich ganz viel drin sein, was diese Welt beschreibt. Dann nehmen wir mal was Weltfreies, also irgendwie GURPS. Das hat durch einen ulkigen Zufall, der auch was damit zu tun hat, dass diese Zahlen alle durch 4 teilbar sein müssen, oder durch 8, wenn man es verdoppelt für die DIN A4-Äquivalente, dass ich genauso viele Seiten und schlägt damit aus die 1024 Seiten, die der fünfte Harry Potter hat. Das ist schon ganz schön viel. Und jetzt höre ich natürlich sofort den Protest, das sind ja alles riesige Regelschwergewichte. Nehmen wir doch mal ein System, das sich explizit auf die Fahnen geschrieben hat, einfach, schnell und Spaß zu machen. Fast, Furious, Fun, das wäre Savage Worlds. Das sind schon deutlich weniger, das sind 344 Seiten. Hingegen hat nur 111 Seiten. Irgendwer, der raten möchte? Irgendein Kinderbuch bestimmt. Das Grundgesetz. Genau! Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Das Grundregelwerk für den bundesdeutschen Staat. Zugegeben, die Weltbeschreibung ist quasi sehr minimalistisch. Aber das Grundregelwerk für den bundesdeutschen Staat hat ein Drittel der Seiten von Savage Worlds. Und wir fragen uns, warum die meisten Spieler, also die von so Brettspielen kommen und die Regeln von Mensch ärgerlich nicht kennen, denken, also meine Lohnsteuererklärung ist einfacher. Das ist wirklich, offenbar lieben Rollenspielerregeln. Und weil Rollenspielerregeln so heiß und innig lieben, sind sie sich auch so freundlich im Umgang miteinander. Wir sind ja alle vereint durch unsere Begeisterung für Regeln und deswegen haben wir einen stets total objektiven, sehr
realistischen und gehaltenen Umgang mit Regeln im Allgemeinen und Speziellen. Das ist natürlich offensichtlich nicht der Fall, sondern wir führen natürlich sehr gerne Regeldiskussionen und ich stelle leider häufig genug fest, dass diese Regeldiskussionen ziemlich themaverfehlt sind. Es hat zwar jeder ein Recht auf eigene Ansichten, aber keiner hat ein Recht auf eigene Fakten. Und das Blöde ist, wenn die Ansichten nicht mit den Fakten koordinieren, redet man nur noch Quatsch. Und es ist also durchaus etwas, worüber man reden kann. Das ist nämlich genau der Punkt. Es gibt irgendwie sowas wie, nennen wir es Waldorf-Rollenspieler, die der Ansicht sind, und naja, sowas wie gute und schlechte Regeln gibt es ja eigentlich gar nicht und irgendwelche objektiven Aussagen darüber können wir sowieso nicht machen und soll doch jeder irgendwie machen, was er will. Und das ist tatsächlich meist der absolute Weg in die Krise, weil die Leute dann gar nicht miteinander reden, sondern sich einfach nur ankotzen. Offensichtlich gibt es gute und schlechte Regelmechanismen. Das ist zum Beispiel eine Reduktio ad absurdum in einen sehr, sehr schlechten Regelmechanismus. Der setzt die Grasmann-Zahl in die Ackermann-Funktion ein. Das kann kein Computer dieser Welt ausrechnen. Also bei weiten Größenordnungen nicht. Das ist die größte Zahl, die in der Mathematik überhaupt verwendet wird, so sie nicht unendlich ist. Und das ist eine der stärkst steigendsten Funktionen, die es gibt. Das ist also etwas, das man komplett vergessen kann. Das heißt, wir hätten hier einen Regelmechanismus, der nachweislich mies ist, weil ihn niemand ausrechnen kann. Geschenkt. Ja, bitte? Für was steht das kleine Vieh? Das hier ist die Ackermann-Funktion. Nee, nein, Entschuldigung, das andere Vieh. Vorne, vor dem Μ0, vor der magnetischen Permeabilität. Das sind völlig frei erfundene Parameter, einfach nur, um diese Formel etwas beeindruckender aussehen zu lassen. Ja, der Rest kann ich alles erkennen, bloß das macht in dem Zusammenhang gerade keinen Sinn. Na, aber was hat denn H quer mit der RT zu tun? Das ist natürlich absichtlich blödsinnig gesetzt. Ich bin ziemlich sicher, ich krieg irgendwie was raus in der Physik, was annähernd damit korrelieren kann. Entschuldigung. Wie dem auch sei, also offensichtlich, es gibt schon mal Regelmechanismen, die objektiv schlecht sind. Und viel entscheidender ist es dann, wenn ich eine Zielsetzung habe. Wenn wir uns nämlich überlegen, wir setzen uns ja nicht an den Tisch, um uns anzuschreien, sondern die Leute haben ja eine gewisse Spielvorstellung, ob sie sie explizit zugeben oder nicht. Und sobald ich so eine Zielvorstellung reinnehme, kann ich sehr wohl Aussagen machen. Es gibt vielleicht nicht das perfekte Regelsystem, genauso wenig wie es das perfekte Essen gibt, aber es gibt doch klare Unterscheidungen zwischen Essen und Gift. Also das ist Arsentrioxid nicht, dass man sehen soll, es könnte genauso gut Mehl sein, weil es völlig farblos ist. Aber wenn ihr das nehmt, dann kriegt ihr noch einen sehr lustigen Rausch, das macht nämlich so schönes Hirn nebelig und dann ist ziemlich schnell Schluss. Und genauso ist es, wenn ich den Anspruch habe, zum Beispiel, dass ich gerne gesund leben möchte, dann sollte ich eher das essen als das. Wenn ich den Anspruch habe, möglichst leckeres Essen zu haben, ist die Diskussion auch nicht weiter schwierig. Na, das heißt, sobald ich eine Vorstellung davon habe und gewinnen kann, was eine Person am Spieltisch eigentlich möchte, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, was kann ich tun, um diese Wünsche zu erfüllen. Und das muss ich tatsächlich in einem gewissen Umfang systematisch machen, wenn ich es überhaupt machen will. Und ein schöner Hinweis dafür ist dieser großartige Artikel, den auch aus ganz anderen Gründen jeder kennen sollte. Das ist nämlich ein wundervolles Experiment, wo es darum geht, dass man zeigen konnte, dass den ersten Eindruck, dass Leute von einem Gesprächspartner haben, sehr stark davon abhängt, ob das Getränk, das sie in die Hand gedrückt bekommen, kalt oder warm ist. Wenn es warm ist, empfinden sie den Gesprächspartner auch als emotional warm. Als freundlich, aufgeschlossen, wenn es kalt ist, eher nicht so. Das Entscheidende ist nicht, dass man Menschen so manipulieren kann, das wissen wir als Wunder des Konsumkapitalismus alle, sondern das Entscheidende ist, dass natürlich niemand bei der Befragung gesagt hat, ja, ich fand ihn nett, weil der Kaffee so schön warm ist. Und ganz offenkundig ist die Beurteilung, die Menschen von Situationen und auch von Personen durchführen, größtenteils unbewusst. Und wenn Leute sagen, ja, so Rollenspieltheorie brauche ich gar nicht, ich weiß auch so, was ich will, dann behaupten sie damit, etwas zu tun zu können, was absolut übermenschlich ist. Das geht über das, was Spider-Man kann, bei weitem hinaus. Nämlich, nicht nur kann es kein Mensch, wir können uns kein Universum vorstellen, in dem es überhaupt möglich wäre, dass ein Mensch es kann. Weil das Gehirn dann mehr berechnen können müsste als sein eigener Informationsinhalt. Nur für die Leute, die sowas interessieren. Oh, so. Gödel hat gerade angerufen. Wie dem auch sei, dann stellt sich aber die Frage, was können Regeln überhaupt leisten? Ich meine, Regelwerke, wenn es ein perfektes Regelwerk gäbe, gäbe es sinnvollerweise nur eins. Ja, dann würde der Markt da schon irgendwie für sorgen, dass es zumindest einen nicht ganz so großen Fuß gibt. Das heißt, offensichtlich gibt es Einschränkungen dessen, was Regeln leisten können und was sie tun. Und das erste und wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft dessen, was Regeln leisten können, ist, dass sie eine gemeinsame Grundlage schaffen. Der berühmte Ausdruck System Matters wurde im letzten Vortrag auch zitiert, ist ganz entscheidend. Das Regelwerk erzeugt Erwartungshaltung und es beeinflusst ganz massiv das Spielgeschehen. Zum Beispiel, indem es Erwartungen erzeugt und gewisse Verhaltensweisen verursacht. Ja, wenn ihr geht in eure Runde als Spielleiter, sorgt dafür, dass die Leute so ein bisschen